Perspektive N, so heißt unsere Veranstaltungsreihe, die wir im letzten Semester ins Leben gerufen haben. Wir, das sind das Netzwerk N, ein bundesweites Netzwerk von Studierendeninitiativen, das aber mittlerweile, weil auch Studierende werden älter, in Richtung Promovierende, junge Berufstätige, wissenschaftliche Mitarbeiter gegangen ist. So bin ich zum Beispiel auch mittlerweile Doktorand, aber engagiere mich weiterhin für die Transformation der Hochschullandschaft in Deutschland im Sinne der nachhaltigen Entwicklung. Warum machen wir das alles? Wir möchten, dass sich Hochschulen transformieren. Ich denke, so normativ können wir an das Ganze herangehen, und zwar in den Bereichen Forschung, Lehre, Betrieb und Governance, also alle Handlungsfelder, die so eine Hochschule auszeichnen. Wir waren bereits an der Universität Erfurt, ein kleiner Campus, viel Grün, wo man natürlich sofort in die Gedanken kommt, da muss viel auch mit Nachhaltigkeit möglich sein. Dann waren wir auf einem noch kleineren Campus an der Hochschule Nordhausen, die auch viel mit erneuerbaren Energien gemacht hat. Wiederum kleine Stadt, kleiner Campus. Und jetzt haben wir schon den ersten vorläufigen Höhepunkt erklommen, denn die Hochschule Darmstadt ist auf jeden Fall schon größer. 7.000 oder 8.000 Studierende, habe ich gehört, stimmt das? Oder habe ich das komplett? Ui, dann ist der Berg noch etwas höher, 16.000. Okay, schön. Umso schöner, dass auch die Runde hier fast vollständig gefüllt ist. Damit wir gleich einsteigen, wir sind zwar schon warm, aber ich glaube, wir könnten uns noch ganz kurz aufwärmen, möchte ich, bevor ich es vergesse, unsere Methode hier erklären. Denn ich denke, die eine oder die andere hat es noch nicht erlebt. Wir machen ein Fischbowl-Format. Das heißt, hier in der Mitte sitzen zwei Leute, die wir eingeladen haben, die schon große Erfahrungen, großes Wissen in diesem Bereich nachhaltige Entwicklung vorweisen können. Aber gleichzeitig möchten wir natürlich den Raum öffnen. Und es sind Stühle frei in der Runde. Und jederzeit soll und muss sich auch das ganze Publikum beteiligen, kann Fragen stellen, Anmerkungen. Alle sind praktisch normale Teilnehmer an dieser Fischbowl-Diskussion. Können sich einfach dorthin setzen, wenn Sie den Eindruck haben, dort sitzt jemand zu lange, einfach auf den Rücken tippen und dann wird der Platz gewechselt. Das gehört zum Konzept. Also vielleicht ist das dann auch der Nothebel, wenn jemand aus unseren Reihen aus dem Podium zu lang erzählt. Nachhaltigkeit sozusagen die Grundmaxime eines Managements, letztendlich auf Kurzfristigkeit anzulegen ist. Manchmal muss man es vielleicht machen, es gibt Randbedingungen, wo man vielleicht gezwungen wird, aber eigentlich nicht das Ansinnen, schon gar nicht bei Hochschulen, weil Hochschulen selbst sind keine schnell agierenden Akteure, sondern die sind eher ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen träge, es wird böse, aber es dauert ein bisschen länger, weil auch Diskussionsprozesse sind und so weiter. Manchmal wünschte man sich es schneller. Also ich sage jetzt mal provokativ, Nachhaltigkeit ist eigentlich selbstverständlich im Verständnis von Management, weil das ist etwas, was man anders machen soll. Das mag jetzt aus Ihrer Sicht zu kurz gegriffen sein oder mein Blick ist für Nachhaltigkeit vielleicht eingeschränkt, aber im Grundsatz ist das die Maxime des Handelns. Studentin würde ich sagen, wir sind umgeben von dem Begriff Nachhaltigkeit, also es steckt schon in unserem Studiengang nachhaltige Siedlungsplanung und wir sind natürlich auch angehalten, nachhaltig zu lernen. Im Alltag ist für mich Nachhaltigkeit vor allem eine Frage von Lebensstil. Wie gestalte ich mein Leben nachhaltig? Erstmal auf die Perspektive des eigenen Lebens, wenn wir noch jung sind, haben wir noch einige Jahre vor uns und überlegen uns, wo wollen wir hin, aber natürlich auch auf mehrere Generationen, Perspektiven gesehen. Wichtig ist mir dabei der Begriff nachhaltige Entwicklung, weil ich sehe den Prozess im Fokus. Es geht um Veränderungsprozesse auf der Mikro-, Meso- und Makroebene für mich und mit diesem Gedanken an Veränderung, an Transformation verbunden ist dann immer auch die Frage nach Governance-Strukturen, die solche Veränderungsprozesse ermöglichen. Gut, irgendwie gehört Nachhaltigkeit ja zum humanistischen Bildungsideal und das ist durchaus aus unternehmerischer Perspektive auch eine Erwartung, die ich versuche auch als Honorarprofessor mit natürlich zu erfüllen, dass wir jungen Leuten das nahebringen, was durchaus selbstverständlich sein sollte, aber doch nicht selbstverständlich vielleicht immer ist.
nämlich die Perspektive nicht nur auf Ökonomie oder ingenieurwissenschaftliche oder architektonische oder mediabezogene Fachwissen Themen dann auch zu konzentrieren, sondern einen Beitrag auch in die Lehre einzubeziehen zum Thema ökologische Verantwortung, intergenerationale Verantwortung oder soziale Verantwortung. Ich glaube schon, dass Nachhaltigkeit eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen ist, Deutschland oder Darmstadt, Darmstadt oder Deutschland, dann am Ende auch ökonomisch oder verantwortungsvoll voranzubringen. Im Sinne eines Green Growth Ansatzes, da ist gerade Deutschland wieder als die Nation ausgezeichnet worden. Green Growth ist eine internationale Veranstaltung, die von der UN auch unterstützt ist, die bringt alle Länder, verschiedenen Länder der Welt. Da kommt Deutschland gut vor, aber da steht klar drin, man muss natürlich viel tun, um dran zu bleiben, um auch in so einem Wettbewerb voranzukommen und voranzubleiben. Es gibt gefühlte Nachhaltigkeit und, glaube ich, tatsächliche Nachhaltigkeit. Da gibt es einen großen Unterschied. Jetzt war die Frage hinsichtlich, es geht ja viel darum, dass einzelne Akteure von unten heraus, bottom up, Dinge verändern, aber ich glaube auch auf der großen politischen Bühne ist angekommen, dass sich etwas verändern muss. Da will ich mal einen kurzen Überblick geben, was da passiert. Also wenn man das vielleicht für Deutschland sich anschaut, kann man unterscheiden in vier Ebenen. Einmal die Hochschulen, also was passiert dort bereits. Bei den Hochschulen kann man im Grunde sagen, dass es dort Hochschulen wie Universitäten gibt, die das Thema ganzheitlich integrieren. Also die wirklich Nachhaltigkeit in ihrer DNA, in ihrer Mission verankern, Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung als Kernaufgabe ihrer Tätigkeit ansehen. Da würde ich sagen, gibt es im Grunde die Leuphana-Universität Lüneburg und die Hochschule für nachhaltige Entwicklung, die das so leben. Da ist natürlich auch immer noch Luft nach oben, keine Frage, aber relativ gesehen sind die da, denke ich, definitiv am weitesten. Umweltcampus Birkenfeld, Hochschule Trier ist da sicherlich auch zu nennen. Und dann gibt es natürlich Hochschulen, wo sozusagen Vereinsgruppe stattfindet, von studentischer Seite, von professoraler Seite, aus dem Management der Hochschule. Aber ich glaube, da sind jetzt ein paar genannt. Die Liste könnte man noch ewig weiterführen. Aber sozusagen, da passiert eben sehr, sehr viel vereinzelt und noch nicht ganzheitlich. Politisch gesprochen, auf der Bundesebene ist es ja natürlich so, die Bildungspolitik in aller Regel Schulen und Hochschulen ist eine Aufgabe der Länder. Vor allem beim Bund ist ja über die letzten 10, 15 Jahre massiv viel Geld in das Bildungssystem geflossen. Dadurch ist der Bund eigentlich nur Forschung finanzieren kann, ist es vor allem in die Forschung geflossen. Das ist natürlich schon auch gut für das Thema Nachhaltigkeit. Dort ist auch viel passiert. Es gibt zum Beispiel ein FONA-Programm, Forschung für nachhaltige Entwicklung, Meeresforschung. Da ist aber natürlich auch gerade wieder der Punkt mit sozial-ökologischer Forschung, ist dann noch ein Randthema, das Thema Geisteswissenschaften. Die spielen da keine große Rolle, obwohl sie im Grunde sehr günstig werden. Ein Forschungsschiff kostet schnell mal 100 Millionen. Aber das kommt da auch. Und zusätzlich gibt es eben seit 3 Jahren die Sustainability Science Initiative, also wo man nicht nur sagt, Wissenschaft soll Beiträge zur Nachhaltigkeit liefern, sondern inwiefern ist die Wissenschaft selbst nachhaltig. Also ist es für sie von innen heraus ein Thema. Also auch das ist sozusagen politisch ein Thema. Im Bereich Bildung gibt es eben Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da gab es eine Dekade von 2005 bis 2014. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gab es hier nicht auch das eine oder andere in der Hochschule. Genau, Ausgleichsprojekt, genau. Und jetzt gibt es eben ein Weltaktionsprogramm, was sozusagen diesen globalen Rahmen nochmal spannen möchte. Und in Deutschland entsteht ja gerade ein Aktionsplan mit hoffentlich substanziellen Maßnahmen, die dann Mitte nächsten Jahres noch verabschiedet werden wird. Genau. Und bei den Bundesländern, ich glaube, da ist es eben auch so, und ich glaube, das ist mir auch an der Stelle wichtig zu betonen, dass das auch sozusagen top-down, weil klar, Forschung und Lehre und Wissenschaft sind frei, aber die Freiheit entbindet nicht von der Verantwortung. Das ist ja immer eine Dualität. Und in dem Sinne wird ja auch das Hochschulwesen irgendwo reguliert, es gibt Hochschulgesetze. Dort ist zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, oder dort wird auch zunehmend verlangt von den Hochschulen, Beiträge zu einer nachhaltigen Bildung zu liefern oder aufzuzeigen, inwiefern sie das denn tut. In NRW ist es beispielsweise schon verankert im Hochschulgesetz, in Schleswig-Holstein. Es gibt Zielvereinbarungen, also bilateral zwischen den Hochschulen und den Wissenschaftsministerien,
auch konkrete Ziele festgelegt wird, also nicht nur hinsichtlich Studierendenzahlen und Abschlussquoten etc., sondern auch da konkret festgelegt wird, was die Hochschulen zu erbringen gedenken. Und konzeptionell und auch förderlinienmäßig passiert da einiges. Also das Thema das Thema kommt und es wird wesentlich größer. Und auch Zivilgesellschaft nochmal so als vierte Ebene. Auch dort gibt es eben, also beschäftigen sich auch die Akteure verstärkt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Gerade BUND, NABU, für die war Wissenschaft lange irgendwie nur so ein Dienstleister, oder man hat die Resultate, die einem gepasst haben, gerade in Sachen Kernkraft, hat man gerne hingenommen, aber wenn sie nicht so passend waren, hat man sie nicht so gern gesehen. Also da entwickelt sich auch vieles weiter. Genau, wir sind da auch in dem studentischen Bereich sehr aktiv und da gibt es natürlich noch gute Ability mit der Green Office-Idee, die europäischer aktiv sind. Genau, vielleicht so viel zur Rahmenbedingung und auch international mit den Sustainable Development Goals ist im Grunde auch der Rahmen eigentlich sehr klar abgestellt. Es ist mir noch wichtig, bei den Bundesländern eins noch zu ergänzen. Es gibt eine Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Hessen, die ist gerade überarbeitet und da steht das auch ganz klar drin, eine hessische Nachhaltigkeitsstrategie, die zwar noch erst nur im Kabinett verabschiedet wurde, aber immerhin, die gibt es und da steht das Thema BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, als ein Zielkatalog drin. In den letzten Jahren in der amtierenden Landesregierung gab es auch entsprechende BNE-Aktivitäten, die insofern auch den Übergang zwischen der Dekade und der ja dann danach liegenden Zeit begleitet hatten, unter anderem auch mit einem Schwerpunkt für Hochschulen. Also Hessen hat auch was. Was ist denn für Sie, Herr Stengler, ein Ziel Ihrer Amtszeit? Wie bettet sich da zum Beispiel so eine Nachhaltigkeitsstrategie ein oder insgesamt das Thema nachhaltige Entwicklung für Ihre Hochschule? In der Hochschule besteht aus vielen Menschen. Davon gibt es viele, die das machen und vielleicht andere, die das noch nicht so tun. Also insofern muss man das ein bisschen differenzieren. Das ist ja kein Top-Down-Konzept in der Lehre schon mal gerne. In der Organisation der Hochschule kann man das schon ein bisschen mehr machen. Und insofern habe ich tatsächlich bei jetzt meiner zweiten Amtszeit so für mich einige wesentliche Ziele gesagt, die man im Nachhinein mit dem Stichwort Nachhaltigkeit belegen kann. Nämlich für mich ist wichtig, dass ich am Ende der Amtszeit, wenn ich die Hochschule irgendeiner Nachfolgerin oder einem Nachfolger übergebe, den Begriff gesunde Hochschule übergebe. Ja? Die muss von den Studiengänge, die es gibt, lebensfähig sein, mindestens für die nächste Dekade. Also unser Blick geht immer so bis 2030, also was man so einigermaßen noch so als Vision haben kann. Die muss finanziell sicher sein, die Arbeitsplätze, die Mitarbeiter erwarten, dass ich so agiere, dass ihre Arbeitsplätze dann danach auch sicher sind. Also man kann nicht einfach in der Periode gucken, dann ist es wurscht, sondern Ziel ist es genau, dass am Ende der Periode die besten Voraussetzungen für die nächste da ist. Das ist Ziel, das ist eigentlich Nachhaltigkeit von der Grundidee her. Deswegen sage ich das, eigentlich ist das schon eine Grundidee, die man hat. Ich sage nicht, dass wir das Ziel erreicht haben oder dann sind wir noch weit weg, aber wie ist der Weg, ist es, den man beschreiben muss. Das heißt tatsächlich für die Organisation, da schwenkst du mir auch meinen kleinen Funktionsbereich ein, für die Organisation, das so aufstellen, dass die Sicherung der Organisation gewährleistet ist, also in die Zukunft hinein, wozu dann mischt das Wirken in die Region und da ist Energie und Umwelt und alles mit drin. Da haben wir schon vor meiner ersten Amtszeit ein Gleichprojekt nachhaltiges Ressourcenmanagement begonnen, was ich mit initiiert habe, weil das ja auch zum Qualitätsmanagement schon mehrfach so mit rauskam. Das war uns eigentlich relativ klar, dass wir da Schritte gehen müssen. Langsam ist es gar nicht so ganz einfach. Also insofern ist das tatsächlich wichtig. Und wie gesagt, nie den Eindruck ermittelt, dass wir am Ende werden oder gar nichts mehr machen müssen. Und da ist noch viel zu tun. Könnte ich auch noch ein paar Sachen aufzählen. Aber die Idee ist da, und ich glaube, alle, also die Ebene Dekan, Senat, ist da das Ende entschieden. Das ist wieder eher so ein Grundkonsens in der Art und Weise, wie eine Hochschule zu leben hat. Ihr besteht jetzt seit Mai diesen Jahres an der Hochschule und ich bin nicht direkt am Anfang dabei gewesen.
kam eher auf Umwegen dazu. Ein Mitglied von Ihnen, Herr Lindemann, ist quasi auf die Studenten zugegangen via E-Mail und hat eingeladen, sich zu beteiligen an einem der Projekte, was jetzt nächstes Semester realisiert wird, unsere Ringvorlesung zum Thema Klimaschutz in Darmstadt. Und da kam auch reges Interesse, also waren einige Studierende, die sich damit eingefunden haben. Und darüber wurden wir weiter aufmerksam gemacht, dass das nur eines der Projekte von Ihnen sei und dass da noch studentische Beteiligung ein bisschen Mangelware ist. Und so kamen wir dann zur nächsten Ihnen-Sitzung erst dazu, quasi, ich glaube zwei oder drei Studierende waren wir dann und sind direkt voll mit aufgenommen worden, weil das Interesse an studentischer Beteiligung durchaus da war. Fühlst du dich jetzt als Studentin oder was sagen deine Kommilitonen gut eingebunden hier in der Hochschule, auch bei den Entscheidungen? Werdet ihr gefragt oder wie ist da euer Empfinden? Also ich würde sagen, in unserem Studiengang sind wir privilegiert fast schon, dass wir noch sehr viel mitentscheiden können. Unsere Professoren sind relativ offen dafür, da unser Studiengang sehr jung ist und das Thema nachhaltige Entwicklung ist ja auch ein Begriff, der sich relativ weit ausdehnen lässt. Jetzt, wo ich bei Ihnen mit aktiv bin, merke ich erst, wie wenig Aufmerksamkeit wir bisher hatten und wie viel Interesse eigentlich besteht auch bei anderen Studierenden. Dazu kann man, denke ich, auch sagen, das ASTA-Referat Nachhaltigkeit besteht erst seit diesem Jahr. Die sind auch noch ein bisschen in der Selbstfindungsphase. Mit denen möchten auch gerne in Zukunft mehr kooperieren, um da einfach auch diese Struktur zu verbinden und ja, einfach das Potenzial der interessierten Studierenden in Zukunft besser nutzen zu können, möchten wir da eben als Ihnen auch gerne noch mehr Studierende ins Boot holen in Zukunft. Frau Kleihauer, was gibt es denn hier für Projekte oder Initiativen oder Strukturen, wie Sie auch immer möchten, wo Sie sagen, das ist ein Modell, das passt gut in Sachen Nachhaltigkeit? Ja, ich habe ein bisschen mehr zu antworten, weil wir haben nicht die eine Struktur. Ich denke, viele Sachen wachsen in unserer Hochschule einfach langsam nach Bedarf. Wir haben gesehen, dass wir eigentlich über das Begleitstudium Sozial- und Naturwissenschaften an der Hochschule Darmstadt eine ideale Struktur haben, um Bildung für nachhaltige Entwicklung ohne viel Aufwand umzusetzen, was ja an anderen Hochschulen wesentlich schwieriger ist. Wir haben ja ein Curriculum Integrale quasi schon etabliert. Das heißt, wir können das direkt mit den richtigen Veranstaltungen da befüllen. Wir haben Studiengänge, die wachsen. Es gibt neue Nachhaltigkeitsstudiengänge neben RASUM. Wir haben auch im Betrieb über die CO2-neutrale Landesregierung Maßnahmen. Wir haben bisher einfach überall Maßnahmen, die entstehen. Ich könnte, wenn ich jetzt den Nachhaltigkeitsbericht schreibe, was ich vorhabe, sehr viel darin aufstellen. Wir benötigen aber einen Prozess, wo wir in der Hochschule wichtige Indikatoren für uns festlegen, wo wir auch sagen, an diesen Indikatoren wollen wir uns dann beim nächsten Nachhaltigkeitsbericht auch messen, weil gerade wenn wir von Prozess sprechen, dann sprechen wir auch von etwas, wo wir weiterkommen wollen. Und dafür, behaupte ich jetzt mal, sehe ich die Strukturen eigentlich im Moment noch nicht. Was ich tatsächlich bisher auch nicht sehe, ist Eigenengagement von den Studierenden tatsächlich, warum auch immer. Also wir haben das jetzt und das entwickelt sich gerade und man sieht auch, dass der Bedarf besteht. Aber wenn ich einfach mal meine 32 Jahre zurückdenke, dann würde ich sagen, waren wir als Studierende noch mal anders organisiert. Das heißt, wir sind eigeninitiativ viel mehr unterwegs gewesen. Und es wäre auch ein Appell an die Studierenden an dieser Stelle, sich auch mal für sich selber zu überlegen, was sie eigentlich möchten und auch an so einer Gestaltung, an so einem Prozess zu beteiligen. Ja, das Setting hat sich fundamental geändert. Wir haben mittlerweile ganz andere Studienbedingungen, ganz andere Studienanfangs- oder die Studierenden fangen mit einem anderen Alter an, so ein Unterschied, ob man mit 17 an der Hochschule kommt oder mit 20, nach einer längeren Schulzeit, nach einem Jahr Reisen, sozialen Dienst oder Bundeswehr, da kommt man natürlich mit einer anderen Persönlichkeit dran, geht auch anders heran. Ich kann mich noch an meine erste
Begrüßung des BWL-Dekans, der einer, der meinte, ja, Sie können Ihren Bachelor in 7 Semestern machen. Wir haben die Vorlesung aber so gelegt, dass Sie in 4 Semestern studieren können. Wir haben ihn ausgemacht. Ja? Aber ich glaube, viele andere würden heute für ihn immer sagen, okay, und sich 2 Stunden später in den BIP setzen und anfangen zu lernen. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Ich glaube, also Studieren ist vorzuwerfen, klar, man muss auch die Dinge von selbst verändern, aber ich glaube, die Rahmenbedingungen machen es der heutigen Generation der Studierenden nicht leichter, sich zu engagieren, sondern es braucht Freiräume. Also gerade als wir in Nordhausen waren, Studierende, die hatten dort teilweise von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends Vorlesungen und Seminare. Also dann soll da irgendwas anderes stattfinden außer Studium. Also von, ja, wenn man in so einem Rahmen eingepfercht wird, und das würde ich, kann man so nennen, eingepfercht wird, dann kann man kein Engagement erwarten, beim besten Willen nicht. Klar, es liegt auch an uns, an uns Studierenden, uns dagegen aufzulehnen und zu sagen, so kann es nicht sein, so findet nämlich keine Persönlichkeitsbildung statt, sondern so wird nur Wissen vermittelt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Hochschule Darmstadt ist schon die Nachhaltigkeitsuni. Vielleicht mal so ein bisschen als Party-Crasher, wenn es nötig ist. Also in der Vorbereitung haben wir auch viel gesprochen, sowas ist, was es hier eben schon gibt und was mich da besonders gewundert hat, gerade dadurch, dass eine Hochschule auch einen stärkeren Praxisbezug hat als eine klassische Universität, warum es ja noch kein Umweltmanagementsystem gibt. Denn gerade, das merken wir eben auch für Universitäten, und das war auch zurückzukommen zu deiner Frage für die Uni Tübingen, wie konnten, dort war das Umweltmanagement ein Türöffner, eine Art von trojanisches Pferd, könnte man sagen, ja, aber es ist einfach erstmal ein Tool, mit dem Hochschule relativ schnell Geld sparen lässt, dann ein bisschen Geld in die Hand, setzt in der Abteilung auf und also beispielsweise, wir veröffentlichen bald eine Perspektivsammlung und die Kollegen von der Uni Kiel haben da innerhalb von 2 Jahren ein paar Pilotgebäuden im Energie- und Wärmebereich knapp 50% eingespart und im Strombereich gut 30%, ohne Millionen Investments. Also immer sozusagen häufig dadurch, dass es ja nicht gemanagt wird, gibt es auch viele Low-Hanging-Fruits und ich glaube, die könnte man sehr gut ernten. Und das war zum Beispiel auch ein wichtiger Erfolg, wo wir in Tübingen die Universität schnell dafür überzeugen können. Und dann gibt es einen Rahmen, dann gibt es ein Management. Wir hatten es ja heute, wie wichtig das ist, Strukturen aufzubauen, bei denen Risikofaktoren auch transparent gemacht werden und dann kann man sie managen. Aber darüber passiert auch viel mehr. Das muss man dann ja nicht nur auf betriebliche Aspekte begrenzen, sondern kann man ja auch idealerweise verschränken. Also es gibt dort eben, wurde auch von uns angestoßen, ein Gute-Wiese-Projekt, was die Grünflächen der Uni wieder ein bisschen Leben anhaucht. Davor waren sie nur eine tote Flecken mit Grün machen. Dazu dann auch forscht, die dazu Seminararbeiten vergibt, das dann wieder als Lehrbeispiel aufnimmt. Mittlerweile hat sich das auf die Stadt Tübingen ausgedehnt. Also dann Stichwort ja, Reallabor-Universität. Ich glaube, die Universität hat, die Hochschule hat eben diesen eigentlich perfekten Kosmos, all diese Dinge zu verzahnen, also selbst Ort zu sein, in dem man Veränderungen lebt, die zu beforschen, sie als Lehrbeispiel zu nehmen. Aber dazu brauchst du eben im Grunde fast noch mehr Veränderungsbedarf oder Veränderungswillen als sonst wo in der Gesellschaft. Selbstverständlich finde ich die Idee der Nachhaltigkeit prinzipiell äußerst unterstützenswert. Ich mache mir nur in letzter Zeit ein bisschen Gedanken über die Trennschärfe des Begriffs und auch über die inhaltliche Ausführung des Begriffs. Was ist sozusagen die Möglichkeit, eine Trennschärfe mit dem Begriff herbeizuführen, die es erlaubt zu sagen, das ist Nachhaltigkeit und das sind möglicherweise andere Bereiche. Oder ist es so, dass Sie den Begriff als quasi querliegend sehen, das heißt, alles ist mehr oder weniger dann unter dem Begriff der Nachhaltigkeit zu subsumieren. Darin würde ich eine inhaltliche Auswirkung sehen. Das ist genau der Punkt. Wir haben seit 20 Jahren eine extreme Entleerung des Begriffes, weil jeder unter Nachhaltigkeit erstmal seine Unterschrift setzt, natürlich ist das was Tolles, das ist ein positiv konnotierter Begriff, da möchte jeder dabei sein. Aber deswegen, weil es verschiedene Nachhaltigkeitsbegriffe und Konzepte geht, stehen wir jedenfalls vom Netzwerk N zu dem Konzept, man setzt einen normativen Rahmen. Dieser normative Rahmen kann sein, die planetaren Grenzen, die wir nun mal haben, da gibt es ein schönes Paper von Rockström und seinem Team, der hat einfach planetare Grenzen
erstmal vorgesetzt und wenn man die überschreitet, dann muss dieses Handeln zurückgeführt werden. Das ist ein guter Ansatz. Dann gibt es den weiteren Ansatz der starken und der schwachen Nachhaltigkeit, wo man dann schon besser trennen kann, was ist denn nachhaltig. Und wir stehen dann dem starken Nachhaltigkeitsansatz nahe. Das heißt, man kann nicht alle Kapitalarten, Sozialkapital, Naturkapital und so weiter substituieren, sondern Naturkapital hat an sich einen Wert, den man nicht unbedingt erneuern kann, wenn man zum Beispiel das mit mehr Gewinn oder mehr Geld oder mehr Wachstum ersetzt. Der deutsche Nachhaltigkeitskodex beispielsweise orientiert sich ja auch an einer Definition, und das sind für die jetzt nicht wissenschaftlich Interessierten natürlich immer noch die drei Kernbegriffe Ökologie, soziale Verantwortung und Ökonomie. Man kann es auch ganz breit definieren, man kann es noch enger definieren. Ich glaube aber, dass der Begriff grundsätzlich zu definieren wäre. Man muss sich da irgendwie in einer wissenschaftlichen Institution natürlich anlehnen an eine der Definitionen, eine der 100. Die Stadt Darmstadt ist die Stadt mit den meisten Unternehmen, die dem deutschen Nachhaltigkeitskodex entsprechen, in Deutschland. Und wir laden natürlich immer ein, weil die Jahr ist Multiplikator für die Bundesregierung, eine weitere einzuladen, natürlich diesem Beispiel auch zu folgen, nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Institution der Wissenschaft, weil es ist vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner, aber er ist schon mal so gut, dass die EU dieses auch als Vorbild nimmt für ihre CSR-Berichterstattung. Also es wäre durchaus naheliegend, sich da an diesen beiden zu öffnen, DNK oder SDG, um zwei Abkürzungen zu referenzieren, weil es da auch schon durchaus gute Beispiele in dieser Stadt gibt, mit denen man sich vernetzen kann. Wenn Sie gestatten, noch zwei Sätze jetzt nicht zu der Position, was ist Nachhaltigkeit, wie definieren wir es, sondern was sind Beispiele. Die Energiewirtschaft hat hier 25 Jahre Tradition mit dem Studiengang Energiewirtschaft, einer der ersten in Deutschland, damals mit dem Fokus erneuerbare Energien. Und ich meine, das ist auch ein Beispiel, das in der Hochschule auch genannt werden kann, wenn man über nachhaltige Themen spricht. Es gibt natürlich andere Studiengänge, die kann ich jetzt nicht so gut, deswegen kann ich sie nicht als Beispiel aufzählen. Aber was eben INE auch ja durchaus als Thema hat und auch andere Studiengänge neben der Energiewirtschaft, ist die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Und da möchte ich einfach nochmal alle auch hier Versammelten, auch Lehrkräfte, Lehrkollegen einfach einladen, natürlich zu den Nachhaltigkeitsthemen auch Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, bald auch Promotionen, die auch zu schreiben sind, vielleicht auch zu dem Thema einfach mit Kooperation zu Unternehmen zu formulieren, also ja, den Kontakt zu suchen. Wir brauchen schon auch als Länder die Freiräume. Also das aus dem laufenden Betrieb bei 18 SWS und bei einem durchmodularisierten Studium, das alles aus dem laufenden Betrieb rauszuholen, ist nicht so einfach. Man kann vieles machen, auch im SOK mit dem einen Themenbereich, wo wir die Nachhaltigkeit drin haben, versuchen wir es. Aber mit einem Freiraum, mit ein bisschen Freiraum wird es deutlich leichter. Und ich sehe gerade die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, sehe ich da eine Schlüsselstellung. Weil wir haben die Kontakte in die Welt, in die Industrie, in die Betriebe rein, wo wir mehr machen können als nur in tierischen Prototypen. Ja? Bei uns, wir sind diejenigen, die dafür sorgen können, dass die Dinge, die wir mit den Studis zusammen entwickeln, auch laufen. Das sind also echte Dinge, die wirklich im Leben Rolle spielen. So, also da können wir wirklich was leisten. Und hinsichtlich der Definition, in der INE-Gruppe haben wir, glaube ich, davon abgesehen, nachhaltige Entwicklung zu definieren, weil wir uns gesagt haben, dass das Lager, wir machen Kaminabend oder sowas aus, vielleicht. Bitte? Grundlandbericht und SDGs, damit das ist genug Common Sense, da kann wirklich jeder unterschreiben. Also weil man wirklich da einsteigt, wie weit wollen wir in eine starke Nachhaltigkeit gehen oder sowas, da fangen dann die ersten Leute an zu sagen, ach nee, das ist übrigens doch ein bisschen zu radikal. Ja, so, da komme ich mit meinem realen bürgerlichen Leben nicht ganz hin und her. Und wenn ich das Leben will, was ich sage, dann muss ich eben bestimmt sagen, auch nicht sagen. Also jetzt mal auf mich bezogen zum Beispiel. Ja. Würden Sie dann eher empfehlen, dass man keine engere Nachhaltigkeitsdefinition auch innerhalb der Hochschule aushandelt, damit man möglichst viele Gruppen lange mitnimmt? Ja, ernsthaft ja. Also ich würde Kamindiskussionen darüber führen, ich würde die Leute anregen, darüber zu sprechen, aber nicht als Teil irgendwie des offiziellen Prozesses oder sowas, sondern da würde ich tatsächlich einen realistischen
kleinster gemeinsamer Nenner, sich nicht so böse an. Aber faktisch läuft es ein bisschen drauf hinaus. Gucken wir, wie weit kommt man, wie weit reicht das Einverständnis, einfach so machen, dass sich möglichst wenig Leute ausschließt. Wenn wir ein Risiko benennen, was im Wissenschaftssystem ist, ist die Finanzierung. Projektfinanzierung. Wissenschaftler sind pfiffige Leute. Wenn die wissen, es gibt, also man nutzt immer so Buzzwords, ja? Früher war das mal Recycling, dann kam Nano, dann kam Nachhaltigkeit, man weiß, da gibt es Geldquellen, dann wird auch die Interpretation des Begriffes so gewählt, dass man seine Projekte gut durchkriegt. Und dann alles sehr pfiffig. Das Wissenschaftssystem neigt dazu, sich dann sozusagen in die Richtung zu entwickeln, in die Fördergelder nun besonders mit schönen Worten genutzt werden. Ich denke, dass bei vielen Dingen, die wir, ich mache jetzt mal eine provokative These, wo ich gar nicht sicher weiß, ob ich das überhaupt meine, aber ich sage mal, vielleicht entwickelt sich im Kleinen, zumindest Sie haben sich auch gefragt, was macht die Hochschule, und zwar nicht als Lehre, sondern als Institution, in vielen Fällen, gerade wenn es kein Geld gibt, weil wenn es Geld gibt, dann sind alle pfiffig und optimieren auf das Geld. Ja. Und dann geht das genau in die Richtung völlig durch, das ist einfach im System so. Und wenn es nicht da ist, dann ist man intrinsisch motiviert. Ja? Und dann kann sich vielleicht so ein bisschen Breiteres entwickeln. Ein bisschen provokativ, weiß ich auch mal. Gibt es im Moment noch zu viel Geld? Nie zu viel Geld. Aber zu viel für Veränderung. Aber die Frage ist, mache ich mit viel Geld Kreativität kaputt? Das können wir diskutieren. Mein Name ist Thorsten Schäfer, ich bin Professor für Journalismus und Textproduktion und verbringe einen guten Teil meiner Zeit damit, sich zu fragen, wie man Nachhaltigkeit besser kommuniziert, wie es in Medien vorkommt, wie man es deutet. Nachhaltigkeit hat, und das haben wir in der Diskussion jetzt schon wieder auch durchaus gesehen, vielleicht drei oder vier Perspektiven. Das ist Nützlichkeit und Effizienz, das ist Dauerhaftigkeit und dann kommt eben Gerechtigkeit, Verantwortung. Wenn man will, vielleicht auch Lebensqualität und auch Schönheit. Das können wir auch dazu nehmen. Die ersten beiden Punkte sind immer die, die vorne anstehen, sind auch die, die Umweltmanagementsystem viel bringen auch. Aber wenn eine Hochschule sozusagen, ich gehe mal einen Schritt weiter in Richtung nachhaltige Identität, also ich lehre in Lüneburg, habe da auch ein Schulprogramm mit aufgebaut, kenne es dort so ein bisschen. Wenn eine Hochschule in Richtung nachhaltige Identität gehen will, braucht man, glaube ich, Projekte, die haptisch sind, die sichtbar sind, die anfassbar sind. Es können kleine Projekte sein, also hier niedrig hängende Früchte ist ein gutes Stichwort. Und damit muss man, glaube ich, dann irgendwie anfangen. Und Umweltmanagementsystem, ich denke auch immer, ich bin nach wie vor auch Journalist, immer aus der Perspektive, was wäre es Artikel wert. Umweltmanagementsystem würde viel bringen, ist aber nicht so sichtbar vielleicht, ist nicht so spannend. Wir brauchen Bilder auch. Und entsprechend, da kann dann zum Beispiel eine Maßnahme vielleicht auch spannend sein, die erstmal nicht so viel Geld bringt, sondern einfach für Fischbestände im Meer besser ist, nämlich die Kantine mit nachhaltigem Fisch zu versehen zum Beispiel. Sowas kann sinnvoll sein. Sowas, ich würde zwei Sachen für Darmstadt noch, auch als Lokalpatriot, verbuchen wollen, die besonders gut hier sind. A, das Gelegenheitsfenster, das in dem die Hochschule gerade steckt, massive Transformationsprozesse, Gelder durchaus auch und sozusagen es gibt ja dieses Nudging und Gelegenheitsfenster und so weiter. Und B, Darmstadt ist eine verdammt grüne Stadt, nicht nur vom Wald her, als auch Stadt des Waldes, sondern hat, wir haben in den letzten paar Jahren immer viele Interviewprojekte gemacht mit Nachhaltigkeitsthemen. So ist Darmstadt mit Doppel-S und Nachhaltigkeit in Darmstadt generell und haben mit sehr, sehr vielen zivilgesellschaftlichen Gruppen, Hochschulen und so weiter Kontakt gehabt. Also die Studierenden, nicht ich, ich habe die dann auf die Spur gesetzt und meistens habe ich es selbst gemacht. Da gibt es unglaublich viel, was auch gar nicht bekannt ist. Es geht auch ums Abbilden letztendlich. Und ich denke, aufgrund dieser Struktur, weil der Kollege hat es auch angesprochen, Darmstadt als eine Stadt mit viel Wissenschaft im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt, aber auch eben sehr mit Zivilgesellschaft, mit einer unglaublichen kulturellen Vielfalt, die sich mit Nachhaltigkeitsmitteln verbindet, Foodsharing, andere Sachen, ist hier A, ein gutes Zeitfenster da, B, ein guter sozialer, kultureller Nährboden und C, eine Hochschule, die fähig ist, auch und sowas von oben dann auch zu steuern. Ich würde gerne einmal zu dem Thema zurückkommen, nämlich die Hochschule Darmstadt weiterdenken. Ich habe tatsächlich ein bisschen das Problem, dass wir uns gerade im Moment ein bisschen beweihrauchen. Auch wenn wir Ihnen haben, muss man jetzt ja einfach sagen, Ihnen ist entstanden aus Idealismus, Ihnen ist aus einer QSL-Stelle entstanden, die letztlich nicht mal dafür da ist, sondern wieder sozusagen in Überkapazität noch weiter leitet, weil sie einfach das Gefühl hat,
man muss irgendwelche Strukturen in dieser Hochschule schaffen, dass man auch tatsächlich weiter Richtung nachhaltige Entwicklung kommt. Das ist durch Ihnen zunächst mal im Bereich Lehre und im Bereich Forschung. Der Betrieb ist für Ihnen nach wie vor ein schwieriges Fenster, natürlich auch, weil wir im Bereich Betrieb einfach Ressourcenprobleme haben und die Menschen dort mit anderer Arbeit beschäftigt sind. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Hochschule Darmstadt weiterdenken, müssen wir ein Stück weit mal überlegen, wo wollen wir denn in 20 Jahren stehen? Wir haben jetzt den Prozess der nationalen Plattform, wir haben im nächsten Jahr sozusagen auch Definitionen, was eine Hochschule erfüllen muss im Bereich nachhaltige Entwicklung. Wie kommen wir denn da hin? Wir hatten gerade über Sichtbarkeit geredet, aber auch, also gerade von den Definitionen, ich hatte so den Eindruck, dass wir von Verwaschenheit geredet haben und dann unsere eigene Diskussion so ein bisschen verwaschen. Um also vielleicht wieder ganz konkret zu werden, um Sichtbarkeit herzustellen, glaube ich, ist es ganz wichtig, einfach verschiedene Statusgruppen einfach alle mit einzubinden. Und da wäre es doch zum Beispiel so eine Idee, so ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem darüber einzuführen, dass man halt eben sagt, es gibt ganz viel Forschung schon hier, gerade im Energiebereich, wenn man das miteinander verbindet, ganz klassisch transformative Lehre, dass man da halt eben die bestehenden Ressourcen nutzt, dann hat man ProfessorInnen mit eingebunden, Studierende mit eingebunden, vielleicht auch noch Mitarbeitende, wenn die quasi mit dem weiteren Dezernat zusammenarbeiten. Also ich weiß nicht, können Sie sich das vorstellen? Mal ganz, ganz offen gefragt vielleicht. Wir haben viele Projekte, Einbindung von Studierenden. Kollege May weiß das, wie wir im Senat rumrennen und betteln, dass Studenten mitarbeiten. Ja? Und kriegen sie nicht. Also nicht mal aus. Da sind welche da, die sind überlastet, das machen nämlich ganz viel, ja? Wie das so ist. Das ist echt schwierig, also die studentische Beteiligung in dem Maß, wie wir haben sie noch nicht mal in dem Maß, wie wir sie wollen. Also geschweige denn, dass wir sie runterrechnen wollen. Ganz im Gegenteil, wir rennen verzweifelt hinterher. Es ist schade, das ist aber erstmal so. Also wir haben Nachhaltigkeitsmanagement gesagt, wir sind, ich behaupte es mal, die einzige Hochschule, die in Gänze nach ISO 9000 zertifiziert ist. Wir haben ein Managementsystem, und zwar ein integriertes, in dem das Umweltmanagementsystem vorgesehen ist, das im Augenblick nur über das Ressourcenmanagement geht und wir schrittweise, weil das sind dann die fehlenden Ressourcen, haben das behindert, dass das so schnell ist. Ich selbst, das ist mein Lehrfach, Qualitätsmanagement, ich bin selbst Umweltsystemauditor, habe ich mal vor wenigen Tagen gemacht. Das ist schwierig, das ist aber auch nicht das Allseligmachende. Das ist ein Schritt, das ist richtig und wir wollen das auch denken, das war immer mit geplant. Nur wir haben schon in den ersten Schritten viele überfordert und mussten dann mal ein bisschen Gas rausnehmen, um die wieder alle mitzunehmen. Studentische Beteiligung ist klasse in vielen Dingen. Aber auch schwierig wegen der Randbedingungen, die ja gesagt werden. Das liegt schon an den harten Randbedingungen, gebe ich zu, und an der vielleicht auch der Veränderung der Einstellung. Das ist eine Mischung aus beiden Sachen. Vielleicht aus dem Umweltmanagement, also Ressourcenmanagement. Wir haben in Tiburg ein Beispiel, das spart uns 60.000 Euro im Jahr durch Mülltrennung und so weiter. Das kann ich rechnen, das kann ich vorlegen. Haben wir gemacht, natürlich sparen wir da auch Geld. Gemacht haben wir es aus Spaß, weil das war einfach sozusagen, wir glauben, dass das. Ja, wir glauben, dass das was hilft, mussten sie aber am Anfang nicht. Und dann hinterher fast 6.000 Euro pro Jahr rauskommen, angespart wird, ist schon mal Wort. Vielleicht was tragisch Witziges. Ja. Wir trennen bei uns nicht nur den Müll, wir haben Mitarbeiter, die bauen die Computer auseinander, sodass die schön nach Wertstoffen getrennt sind und haben sofort einen Strafbefehl von der Stadt Darmstadt gekriegt, weil wir jetzt Müllentsorger sind und damit, was ich für Randbedingungen verantwortlich einstellen müssen, das zu machen. Das nächste Mal schmeißen wir den Kram weg. Also billiger ist es, wenn wir es wegschmeißen, weil wir dürfen es gar nicht sinnvoll verwerten, weil wir dann wieder eine andere Kategorie nicht mehr als sind. Das sind so die Dinge, wo ich dann sage, ich verstehe es nicht mehr. Ja, das ist immer dieser Fall mit den Randbedingungen und natürlich sind Hochschulen, auch wenn sie laut Grundgesetz autonom sind, von Randbedingungen und irgendwelchen Normen betroffen. Wir hatten das zum Beispiel an der Uni Erfurt. Natürlich kann ein Präsident nicht darüber entscheiden, wie sein neues Forschungsgebäude oder sein neues Informationszentrum gebaut wird. Jetzt habe ich ja gehört, wir haben in Hessen die Nachhaltigkeitsstrategie, wo ja dann drin stehen soll, CO2-Neutralität von den ganzen Landesliegenschaften. Wäre das nicht genau dieses Möglichkeitsfenster, wo man dann mit einem Umweltmanagementsystem, ich kenne mich da wenig aus, aber die ISO 9000 könnte doch ein super Start sein für dieses Umweltmanagementsystem. Wäre das nicht eine Möglichkeit, genau da aufzusatteln, weil da haben Sie ja dann die Rahmenbedingungen, wo es passen könnte?
das kann man damit machen. Wie gesagt, wir haben es ja gezeigt, dann im Ressourcenmanagement. Wir wollten dann im nächsten Schritt Energiekataster aufbauen, das ist der erste Schritt für Umweltmanagement. Und selbst die Firmen, die das früher hier schenkt, hat sehr großes Umweltmanagement-System gehabt, die haben alle wieder mit aufgehört, weil der Aufwand zur Wirkung klein ist. Man kann in Kleinschritten gut sein, was diesen Begriff, muss den gleichen großen Zertifizierung machen. Also das muss man ein bisschen differenzieren. Aber wir haben auch tatsächlich bei den Bauten, wenn man anguckt, unser Hochhaus, ist ja schön zu sehen in Darmstadt, das ist ja, also alles wird eh nur energetisch saniert und da ist alles gesteuert, also kriegen keine Heizung mehr an, wenn sie das Fenster aufmachen und wenn keiner sich bewegt, geht die Energie runter. Also die haben sich schon Mühe gemacht, ja, das handlich zu machen. Das war jetzt nicht nur unsere Idee, das ist so eine Landesidee. Aber man bemüht sich zumindest in die Richtung zu gehen. Und Energie und Energieverbrauch ist für uns was ganz Wichtiges. Und zwar nicht, weil wir so lieb sind, sondern weil wir Geld sparen können damit. Das ist natürlich, ich will jetzt mal sagen, der böse Manager, das ist richtig und gut. Aber das ist auch verdammt ressourcenintensiv, und das ordentlich aufzubauen. Ich glaube schon, dass wir das machen werden, aber es wird, ist vielleicht langsam, als vieles nicht möglich. Das ist das. Ein paar Punkte, die angelaufen sind. Ganz konkret, das war das Thema mit Nachhaltigkeitsdefinitionen, brauchen wir die, brauchen wir eine enge Fassung. Ich würde auch sagen, es macht Sinn, es erstmal breit zu haben, um auch viele Leute mitzunehmen. Aber es wird ja dann konkret, wenn man in die einzelnen, in die jeweiligen Handlungsbereiche reingeht, also wenn man sich die Gebäude anschaut. Und ich meine, in Darmstadt, ja, für viele Leute, meines Wissens auch für den Passivhausstandard, also, weil ich weiß, wurde das hier in Darmstadt erfunden. Also warum nicht sagen, wir um die Hochschule Darmstadt, zumindest erstmal für alle Neubauten braucht man nicht nur nach gesetzlichen Mindeststandards, sondern nach Passivhausstandard und versucht auch bis 2030 alle Gebäude entsprechend zu sanieren. Weil da wird es ja konkret, daran zeigt sich ja, was man dann unter Nachhaltigkeit versteht oder eben auch nicht. Das läuft schon, das ist schon beschlossen. Das ist Landesprogramm, die Landesbauten werden nach Passivhausstandard gemacht. Die Forderung geht sogar schon weiter, dass man eben das nicht zu deutlich festlegt, weil man weiß, dass es besser ist. Check, sehr gut. Studierende, sagen wir so, ich glaube, keiner von uns hat, keiner von uns hat ein 6 Monate altes Baby gesehen, was nicht weiß, was es tut. Ein 6 Monate altes Baby ist permanent aufmerksam, will Dinge entdecken. Und ich glaube, diese Lust am Entdecken, die wohnt uns Menschen in, uns zu engagieren, beizutragen. Vielleicht habe ich nur ein sehr positives Menschenbild, aber ich glaube, wenn das junge Menschen nicht tun, dann liegt das ganz, ganz massiv an den Rahmenbedingungen und eben Hochschule sind frei, die haben aber auch die Verantwortung, dann die Rahmenbedingungen entsprechend zu ändern. Beispiele sind dafür, wie man das gut machen kann. Eberswalde hat das, Uni Rostock, Universität Zeppelin-Uni am Bodensee. Die haben einen studentischen Vizepräsidenten, Vizepräsidentin. Das heißt nämlich studentische Partizipation auf Augenhöhe zulassen. Und dort passiert das dann auch. Also dort gibt es Engagement, dort bringen sich die Studenten auch ein, weil sie auch sehen, ich verplemper da nicht nur Zeit, sondern ich bin dabei, ich kann mich engagieren. Umweltmanagementsystem, ja, muss sichtbar sein, aber ich glaube, das sind dann gerade die Projekte, die dann sichtbar sind. Also Management als System, aber konkret wird es ja mit den Projekten, von daher würde ich da sozusagen keinen Widerspruch aufbauen. Geld muss knapp sein, ja, ich glaube, dann passiert es. Eberswalde, Leuphana, da war das so, Leuphana war kurz davor, geschlossen zu werden. Das hat Mut freigesetzt, was Neues zu wagen. Aber ich weiß nicht, ob es tief, ich meine, klar könnte man erzählen, könnte die 400 Hochschulen in Deutschland mal sukzessive jeweils 10 pro Jahr mal finanziell abkapseln und mal das Budget halbieren, um zu gucken, was sich dann loslöst. Aber ich weiß nicht, ob das so eine kluge Transformationsstrategie ist. Ich glaube, das geht besser. Ja, kurz zum Thema studentische Aktivitäten an der Hochschule. Ich glaube, es ist nicht ganz so, dass wir jetzt bisher keine studentischen Aktivitäten in Richtung Nachhaltigkeit haben. Ich glaube, wir sind nur noch nicht so laut, sagen wir mal. Zum einen sind wir auch, glaube ich, sehr vereinzelt. Also ich glaube, wir haben aus ganz verschiedenen Fachbereichen Aktivitäten, die uns untereinander gar nicht bekannt sind. Ich glaube, es macht es auch schwierig, dass wir hier fachbereichsübergreifend sehr, sehr wenige Projekte haben, die die Studenten zusammenbringt. Also ich hatte eine Mitwohnerin, die ist an der TU Studierende und sie hat mir erzählt, dass sie letztens ein Projekt hatten, wo sie aus ganz verschiedenen Fachbereichen zusammenkamen. Und ich glaube, wenn es da auch Nachhaltigkeitsprojekte gibt, die nicht nur auf freiwilliger Basis, sondern auch eben auf der Basis der Lehre stattfinden,
Wäre das schon mal eine gute Sache, um die Studierenden, die motiviert sind und engagiert sind, hier zusammenzubringen? Ich glaube, es wäre tatsächlich sinnvoll, auch eine Anlaufstelle zu haben für Studierende, die ein Projekt in Richtung Nachhaltigkeit machen möchten. Ich hoffe da, dass in Zukunft das AStA Nachhaltigkeitsreferat sich etabliert, auch in Zukunft, dass wir da eben da auch das Ganze zusammenführen können. Und ja, genau, ich glaube, da müssen aber auch Professoren dann eben auf die Studenten zugehen, außerhalb der Studiengänge, die jetzt vielleicht prädestiniert sind für Nachhaltigkeit, auch da eben in Sachen vielleicht später Bachelorarbeit und Ähnliches eben auch Mut zu machen und zu sagen, okay, wenn sie sich für Nachhaltigkeit interessieren, dann unterstützen wir sie da und schaffen da Verbindungen. Ein Forum, wo Studierende aus ganz unterschiedlichen Studiengängen sich treffen können, das hängt dort vorne, die öffentliche Ringvorlesung. Die besteht aus zwei Teilen, wie jede Ringvorlesung gibt es Vorlesungen, aber die sind nur 40 Minuten, dann wird diskutiert. Und das wird vorbereitet in einem Begleitseminar, was für alle Studierenden der Hochschule offen steht, weil das nämlich Teil des Begleitstudiums Soziale und Kulturwissenschaften ist. Und das Spannende ist, dass auch die Studiengänge, bislang keine SUK-Wahlpflichtfächer haben, jetzt ihre Wahlpflichtprogramme öffnen, damit ihre Studierenden auch an dieser Ringvorlesung teilnehmen können, weil sie nämlich sehen, das ist eine sinnvolle Sache. Das geht aus meiner Sicht in die Richtung, es ist eine hohe Bereitschaft da. Diese Ine-Initiative ist ja quasi aus dem, ja, sagen wir mal, aus dem Nichts, aus einer Mail heraus entstanden. Und ich wollte noch einen normativen Aspekt einbringen, der hier noch nicht diskutiert wurde. Es gibt einen hessischen Hochschulpakt, es gibt eine Zielvereinbarung dieser Hochschule und in dieser Zielvereinbarung steht drin, dass es einmal im Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht gibt. Nun, das kann man jetzt sozusagen so abhaken, ja, Zielvereinbarung ist geduldig, ja, man kann es aber auch als Chance sehen und sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Und mein Vorgänger hier an der Hochschule, Alexander Rossnagel, ist in Kassel. Thomas Döring lächelt, er war, hat eng mit ihm zusammengearbeitet und der ist in Kassel, hat er das gleiche Thema angestoßen und das Präsidium in Kassel hat Folgendes gesagt, wir gehen da mal in die Vorlage, wir stellen jemanden ein, der ist dafür zuständig und wir gehen davon aus, das rechnet sich nach ein paar Jahren. Und hat sozusagen so eine Art Steuerungskreis, so ähnlich wie in einem Video, eingeführt und hat das Präsidium einen Beauftragten für nachhaltige Entwicklung benannt, der sozusagen das ein bisschen in dem, die Fäden zusammenhält. Das müsste man, also wenn man sowas wollte, müsste man das im Senat diskutieren, finde ich zumindest. Das ist nicht etwas, was man einfach so von oben einrichtet, sondern das muss breit in der Hochschule getragen werden. Mein Vorschlag wäre, von Kassel zu lernen, ja, das Potenzial zu nutzen, das wir haben auf Studierendenseite, auch in den unterschiedlichsten Studiengängen von Wirtschaft bis zu Media, sozusagen alle Campi der Hochschule sind eigentlich infiziert. Ja, und wenn ich unserem Präsident untertänigst eine Empfehlung geben dürfte, würde ich sagen, nutzen Sie dieses Potenzial, die Hochschule voranzubringen. Jetzt ist mal das Fenster, in einem Jahr ist Ihnen tot, wenn es nicht gemeinsame Dinge gibt. Und ich bin sehr erfreut, wir haben das ja mal diskutiert im Präsidium. Das Präsidium hat gesagt, finden wir eine gute Sache. Wir bringen das auch mal in den Senat. Und meine Hoffnung ist, dass ich auf einem der nächsten Tagesordnungen des Senats das lese, dass viele Studierende da sind. Als Zuhörer dürfen Sie dazukommen, ja? Dass alle studentischen Plätze besetzt sind, der gewählten Studierendenvertreter, und dass wir da so ein bisschen eine Dynamik hinkriegen. Fänden Sie das auch eine gute Sache, Herr Stenger? Ja, ich habe gesagt, dass wir das, also dass wir es im Prinzip. Und wenn ich Sie jetzt nicht verstanden habe, mal gucken, ob wir das so gesagt haben, dass wir das im Senat einbringen, weil das ist ein bisschen doof. Das müssen immer die Treiber auch dann im Senat vorstellen. Das Initiativrecht liegt auch beim Bereich Schwarzer Peter gerade drüber gewandert. Kann man jetzt nennen. Das ist interessant. Wir haben noch einen Satz da drin stehen, hier keine Ressourcen zu weisen. Das stand da auch dabei. Ja. Kassel, Universität,
Faktor 2,5-faches Budget. Macht es einen Tick einfacher, also so viel zu Geld, wenn man es nicht hat. Also es macht zwar macht kreativ, weil man muss dann ohne Geld auch noch irgendwas gut fahren. Wir machen, glaube ich, vieles mit weniger, vieles Gutes mit weniger Geld, das ist tatsächlich so. Aber manches wäre einfacher, wenn wir mehr hätten. Insofern, salomonisch, ja, ich erwarte sozusagen das Einbringen dieses Tagesordnungspunktes im Senat. Wir werden dann hoffen, weil das muss wirklich breit diskutiert werden. Da kann man das machen. Und dann wird man sehen, aber kein Check hier. Was ich bei dieser Idee jetzt ganz wichtig finde, ist, ich jetzt als Sprecherin von dem Innenteam im Moment, wir sind eine hochschulweite Initiative und sie trägt sich auch dadurch, dass sie hochschulweit ist, dass wir keinen Fachbereich angehören, das finde ich auch ganz wichtig. Insofern müssten wir einen Weg finden, das in den Senat einzubringen, auch als Hochschulleitergruppe. Das ist unkritisch. Ja. Einbringen in den Senat, oder? Die als Senatsmitglieder. Von hier aus was sagen. Nein, kommen Sie her, ich bin sofort in den Sitz rein. Vielen Dank. Ich habe den nächsten Schuss, deswegen. Herr Führer, ich oder die Ihnen, von der ich jetzt erfahren habe, ich bin Sprecher des Hochschulentwicklungsplanungsausschusses des Senats. Schwarze Reihen, kommen Sie bei uns in den Ausschuss, bringen Sie sich ein. Ja, meine, wie soll man von einer Initiative erfahren, wenn sie sich nicht selber bekannt macht? Ja? Das Tolle an der Hochschule ist, dass sie ja freie Räume bietet. Ja? Und wir hatten es vorhin im kleinen Gespräch vom Lassen, ne? Etwas zulassen, ja, etwas. Das ist ja oft unser Problem, dass man meint, man dürft es gar nicht oder so. Ja. Dabei darf man es. Ja. Das ist das, was Hochschule ausmacht, dass wir die freien Räume haben. Ja. Und selbstverständlich, initiativ werden kann jeder. Ich könnte jetzt auch eine Initiative gründen für irgendwas, finde ich vielleicht keine Anhänger. Aber, und dann muss man gucken, wie man das aber dann in die richtigen Gremien einlässt. Wir haben uns, glaube ich, in unserem Handeln auch seit 20 Jahren schon daran orientiert. Ich glaube schon in der Bologna-Reform zum Beispiel an unserer Hochschule haben wir ganz, ganz viele Aspekte der Nachhaltigkeit hinab, dass wir etwas tun, was auch wirklich Bestand hat, wo junge Menschen wirklich was von haben, also wo wir im Studienprogramm gerungen haben, auch teilweise beim Kürzen. Was ist der Kern? Was ist das, was die brauchen, dass sie das durchs Leben bringt und so weiter. Also ich glaube, dass wir ganz, ganz viel gemacht haben und fast selbstverständlich tun. Aber wenn da geht, schlagen Sie ein im Senatsausschuss. Ja? Okay, mit Option. Prima, dass wir diese Zustimmung schon mal haben. Das ist schon mal ein Ergebnis. Auch vielen Dank, dass Sie nochmal den Punkt angesprochen haben, den wir immer wieder erlebt haben. Man darf an einer Hochschule mehr, als viele denken. Das betrifft natürlich vor allem die Studierenden. Keiner wird gehindert, einfach auch mal an der Tür zu klopfen und dort mit Menschen zu sprechen und sein Anliegen vorzutragen. Zum Thema Beteiligung der Studenten. Also ich habe mich auch mit anderen Studenten unterhalten, die teilweise ein bisschen die Schwierigkeit hatten, alte Strukturen aufzubrechen. Sie hatten das Gefühl, was sich etabliert hat, das bleibt auch gerne so. Dass da längst auch die Bereitschaft da sein muss, dass man mit neuen Initiativen und Ideen sich beteiligen kann. Ich denke auch im Senat, vielleicht ist die Frage auch, wie attraktiv ist es im Moment für Studierende, sich zu beteiligen? Wie viel Ausschlag gibt es? Ist es mehr eine Papierschlacht oder ist es tatsächlich eine Beteiligung an Entscheidungen, die für Studierende relevant sind und in dem Bereich dann eben auch von Hochschule auf die Studenten zuzugehen? Also ich finde das toll, dass durch so eine Veranstaltung auch so eine Möglichkeit entstanden ist. Das finde ich wirklich lobenswert, weil Kommunikation, die ja auch hier mit teils externen Gästen heute stattfindet, kann sowas offensichtlich ermöglichen, dass man miteinander dann noch mehr spricht als vielleicht vorher. Die Landesregierung hat in dieser Nachhaltigkeitsstrategie natürlich ein Budget. Es ist nicht auf BNE für Hochschulen alleine konzentriert, aber die Möglichkeit, eine entsprechende Kümmererstelle
nicht nur auf der ASTA-Ebene oder im Bereich ASTA, sondern im Bereich der Hochschule einzurichten. Nicht gegen ASTA, das brauchen wir auf jeden Fall auch, aber ergänzend als Kümmerer halte ich wirklich für unterstützenswert und vielleicht irgendwie auch finanzierbar, hoffentlich, dass da der ein oder andere Stunden-Deputatsfreiraum gewährt wird oder anders finanziert wird, weil die Möglichkeit besteht ja damit auch, Initiativen weiterhin hochzuhalten. Wir hatten ja eine Initiative mit der TU zusammen, nachhaltiger Studenten. Es hieß Hochschulgruppe Nachhaltigkeit. Die gibt es nicht mehr, zumindest hier nicht, weil die Studenten ausgestudiert haben, beigespielt haben und dann ist es geendet. Der Kümmerer damit auch eben aus der Hochschule rausging. Das ist schade. Er hat da Videos gedreht, also genau, das ist eine tolle Sache gewesen und Interviews geführt mit verschiedenen Leuten. Das braucht natürlich ein Kümmerer, das möchte ich nochmal unterstreichen. Ich würde mich auch sehr freuen. Die Wirtschaft wird es auch unterstützen. Ja, super Punkt, genau da wollte ich quasi gerade darauf hinaus. Wir waren so ein bisschen bei der Attraktivität für Studierende, sich gerade bei so einem Senat zu beteiligen. Also ein Vorschlag zum Beispiel, verdoppeln Sie doch einfach die Zahl der Studierenden im Senat bei gleicher Stimmgewichtung. Also überhaupt gar kein Problem, es verändert sich an der Gewichtung nichts, es werden aber automatisch mehr Studierende mit einbezogen. Also eine ganz einfache Maßnahme quasi, die Sie nicht mal was kostet, wo Sie einfach mehr Studierende mit in die Gremien reinbringen können. Aber gut, dadurch haben wir noch nicht das Problem gelöst irgendwie. Es gibt halt noch irgendwie so eine Art von Kluft, und das mache ich auch immer wieder im ASTA, so zwischen Studierendenschaft und Hochschulverwaltung. Also da ist einfach so eine Art Barriere, gar nicht mal unbedingt bewusst aufgebaut, sondern einfach vom Status her, vom Gefühl auch, wenn ich als Studierender an Verwaltungsangestellte herantrete, dann ist das irgendwie, ich bin halt nur der Bittsteller, ich bin halt immer in einer bestimmten Situation. Und da kommt es einfach darauf an, irgendwie Stellen und Räume zu schaffen, um das halt zu ermöglichen. Und also abgesehen davon, um so studentisches Engagement zu verstetigen, dass man da auch mal einfach zum Beispiel Credit Points vergeben kann für entsprechende Leistungen, wenn sich Leute für die Studierendenschaft engagieren, dass man da Hilfskraftstellen veranschlagen kann. Und da ist halt eben eins dieser Konzepte, wo ich vielleicht ganz kurz noch hier raus möchte, das Green Office Modell, das halt genau diese Sachen vereinigt. Also das Modell ist quasi daraus, es hat sich entwickelt, dass sich Multibility, also in den Niederlanden kommen, die haben sich halt eben angeschaut, was sind quasi die Kernknackpunkte, woran scheitert das studentische Engagement? Und das ist halt der Versuch, quasi das Ganze zu institutionalisieren. Also da wird quasi ein Nachhaltigkeitsbüro auf Hochschulebene geschaffen, relativ zentral, wo Studierende halt für einen Tag die Woche dafür bezahlt werden, als Hilfskräfte, sich dort halt eben für die Hochschule zu engagieren und dort halt eben darüber das schon quasi im Nebenberuf erproben können. Dadurch ist zum einen natürlich der Freiraum gewährt, weil, also ich weiß nicht, wie das hier bei den meisten Studierenden ist, aber ich muss nebenbei übrigens auch noch arbeiten, um mir irgendwie meinen Unterhalt zu verdienen. Da hat man quasi schon dieses vielleicht notwendige Unterhaltsgehalt und hat dadurch den Freiraum, sich zu engagieren, hat aber gleichzeitig auch als Studentin das Mandat, das auch zu tun und fühlt sich dazu befähigt. Und genau diese Freiräume braucht es halt, glaube ich, um studentisches Engagement zu verstetigen. Also sei es Credit Points, sei es auch einfach Freiräume, sei es eine kleine Bezahlung. Also das sind einfach die Rahmenbedingungen, die wir brauchen, um das zu verstetigen, glaube ich. Ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Wenn wir dabei bleiben wollen, würde ich kurz zurückstehen. Im Prinzip sind solche institutionellen Strukturen notwendig, um das Engagement zu stärken und auch ein Stück weit stärken bis entwickeln. Das würde ich vielleicht direkt dazu, aber ohne Mikro. Also was wir sicherlich vom SUK machen können, ist genau diese Ebene mal aufgreifen. Ja, wir gucken jetzt direkt dieses Semester, wird vielleicht ein bisschen knapp, aber jedenfalls nächstes Semester, das wir planen können, greifen wir die Green Office Idee schon mal auf. Wir machen einen Kurs dazu, wo es Credit Points dafür gibt, so ein Green Office während der Studienzeit zu laufen. Das werden wir entsprechend, also gibt es ganz normal Credits dafür, es gibt in dem Gleitseminar, wo das entsprechend vermittelt wird, und dann machen wir da schon mal genau im SOK, da haben wir die Möglichkeit, da ist die Öffnung, da machen wir schon mal das Erste, ich würde sagen, das können wir hin. Und zweitens, dass wir auch mit wenig, also praktisch ohne Geld machen können, ist nochmal also eine Abschlussarbeitenbörse mit Nachhaltigkeitsthemen, dass man da eine zentrale Anlaufstelle hat, wo dann sowohl Kolleginnen und Kollegen, die Vorschläge haben, wo man sich vielleicht auch ein bisschen interdisziplinär nochmal austauscht, da gäbe es einen Anlaufpunkt. Das sind zwei Dinge, die man ganz fair stellen gerne möchte, was fast nichts kostet, was wir aus dem Werkzeugkasten machen können, was aber so ein kleiner Funken ist, wo sich was drauf führen kann. Ja, Zustimmung, ich schreibe auch fleißig mit. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Aber sonst gebe ich auch gerne die Ergebnisse weiter. Ich bin noch so ein bisschen auf der Suche
wo so ein kritisches Potenzial in dem Begriff der Nachhaltigkeit stecken könnte. Weil wir haben jetzt hier sehr viel Einigendes, Vereinigendes gehört, wo deutlich wird, naja, Nachhaltigkeit hat zwar eine Tendenz, aber ist ein Stück weit auch zum Allgemeingut, fast zum Gemeinplatz geworden. Wenn wir nochmal stärker in die universitäre oder in die Hochschulstrukturen hineinschaut, könnte man vielleicht sagen, naja, Nachhaltigkeit ist der Anspruch an uns, im Bildungsprozess relativ systemisch, relativ ganzheitlich zu denken. Systemisch und ganzheitlich zu denken, Probleme zu analysieren und auch zu Lösungen beizutragen. Und wenn man sich Hochschulstrukturen anschaut, sind die, und wir sind schon relativ gut an der Hochschule Darmstadt, das will ich gar nicht verhehlen, sind Hochschulen nach wie vor stark disziplinär organisiert. Das heißt, der interdisziplinäre Anteil an Hochschulen, und das gilt auch für uns, ist doch zumindest deutlich ausbaufähig. Und die Frage ist, wie kann man praktisch diese Idee der Nachhaltigkeit, die eine interdisziplinäre Idee ist, die natürlich auch eine transdisziplinäre, also über die Hochschule hinausgeht und Umsetzung damit impliziert, wie kann man das Interdisziplinäre eigentlich stärken? Wie kann man interdisziplinäre Lehre noch stärker institutionalisieren und auch gerade da aufpassen, dass es nicht nur im Bereich der sozialen und Kulturwissenschaften, der Gesellschafts- und Geisteswissenschaften, der Wirtschaftswissenschaften und so weiter stark verankert ist, sondern insbesondere auch in klassische Ingenieur- und Technikwissenschaften hineingeht. So, da sind wir auf dem Weg mit der INE-Initiative, mit vielen anderen Initiativen. Rasum ist auch ein Beispiel, wo verschiedene Perspektiven zusammenkommen, aber das würde ich gerne noch stärken. Das kann man auch institutionell stärken, indem zum Beispiel Lehrveranstaltungen über Team-Teaching aus zwei verschiedenen Fachbereichen zum obligatorischen Standardprogramm werden und so fort. Also was Sie im Grunde gerade beschrieben haben, ist halt der Anspruch des Konzepts Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und ich glaube, da wird es immer auch sehr spannend, weil es bei dem Konzept eben nicht nur um reine Wissensvermittlung geht, sondern vor allem um Kompetenzen, also Probleme zu erkennen, Lösungen zu entwickeln, aber sie auch umsetzen zu können. Und das geht nicht innerhalb der versäulten Disziplin. Und ich glaube, da ist auch eine große Chance, weil da geht es eben, also man kann sozusagen damit BNE eben auch als qualitativ bessere Bildung begreifen, weil das ist es ja. Es ist einfach, es ist letztlich eine andere Bildung, aber es ist verglichen zum Status quo definitiv eine Aufwertung und eine bessere Bildung, Ausbildung der jungen Menschen. Und da ist die Chance. Und Lloyd Fahner ist da auch schon ein paar Mal gefallen. Die versuchen ja gerade das umzusetzen mit so einer Art von L-Modell, also dieses einführende Lloyd Fahner-Semester. Da kann man jetzt streiten, ob die Studierenden da schon interdisziplinär sind, weil sie disziplinär ja noch nicht geschult sind im ersten Semester, logischerweise. Aber es gibt auch noch so ein Begleitmodul oder ein Begleitminor in Nachhaltigkeit, das wir machen können, also wo dann wieder die Studierenden disziplinübergreifend zusammenkommen und dort Projekte machen. Und dann eben genau dieser Perspektivwechsel da ist. Eben Probleme, die Gesellschaft tatsächlich auch hart erkennen und dann dazu Lösungen erarbeiten. Also ich glaube, da gibt es schon gute Konzepte. Vielleicht könnte man sich auch da mal orientieren. Noch ganz kurz, auch das RASO-Programm, dachte ich mir ja schon vorher, böte ja auch einen perfekten Rahmen, genauso wie das NOK, auch dort sozusagen die Studierenden als Intrapreneure der Hochschule Darmstadt zu begreifen und hier sozusagen die Hochschule Darmstadt als Case zu nehmen und da was zu entwickeln. Könnte ja parallel laufen, zusammenlaufen oder weitere Schritte. Im Grunde genommen, über meine QSL-Stellen, gibt es ein Konzept für BNE, was wir einfach so umsetzen könnten. Es scheitert so ein bisschen bei uns einfach an den Strukturen und für mich auch an der Unterstützung, weil ich das als Ein-Mann-Betrieb tatsächlich einfach nicht leisten kann mit einer halben Stelle. Wir haben ja über SOK die Möglichkeit, mit dem 10 CP im Bachelorstudiengang und 5 CP im Masterstudiengang da eine ganze Menge auch koordiniert eigentlich auf den Weg zu bringen. Wenn denn irgendwie
tatsächlich da auch Unterstützung wäre. Wir haben jetzt mit dieser Idee diese Fördermittel für so einen Energieschutz, für ein Energie-Klimaschutzkonzept zu beantragen, gleich überlegt, dass wir jeden Fachbereich einbeziehen würden mit seiner Expertise, so ein Klimaschutzkonzept mit den Studierenden, mit den Lehrenden zusammen entwickeln. Wir hatten in dieser Idee drin, dass wir dadurch natürlich auch die Akteure der Hochschule direkt mit einbinden, weil sie ja schon in der Gestaltung mit dabei sind. Das heißt, im Grunde genommen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir müssen eigentlich weniger noch diskutieren, wie wir es machen können, sondern wir brauchen Möglichkeiten, dass wir es machen können. Damit in die letzte Runde. Sie kommen gleich nochmal, da können Sie dann auch alles noch loslassen, was Sie gerne noch sagen wollten. Wir machen es aber wieder kurz, das beliebte Spiel Rollentausch. Herr Professor Stengler, Sie sind jetzt in der Rolle des Mitgliedes der Initiative für nachhaltige Entwicklung hier in Darmstadt. Wie würden Sie denn weiter vorgehen, um die Nachhaltigkeit hier zu stärken? Ich würde die Kommunikationsstrategie erhöhen. Das ist noch nicht bekannt. Also nicht unter den Hardlinern schon, aber dann in anderen Fachbereichen, wenn ich jetzt in meinen Fachbereich gehe und die Studenten waren, habe ich das schon mal gehört, glaube ich, die Antwort prognostizieren zu können. Also man muss das dann auch bekannt machen und promoten. Das ist ein mühsamer Prozess, aber der ist der einzige, der funktioniert. Christine? Du als Präsidentin dieser Hochschule, wie würdest du denn für mehr Nachhaltigkeit hier sorgen wollen? Also ich finde diese Idee mit dem Nachhaltigkeitsbeauftragten sehr gut, da man sich dann selber nicht unbedingt direkt mit allen Anfragen damit beschäftigen muss in diese Richtung. Ich denke, hier sind zuständige Personen, die sich ausgiebiger mit dem Thema beschäftigt, dann auch sehr angebracht, zumal man sich eben im Rahmen von Darmstadt das sehr gut vorstellen kann, dass das Thema Nachhaltigkeit schon sehr präsent ist und die Strategie, die Sie vorher schon genannt haben, erstmal die Hochschule als Betrieb am Laufen zu halten, ist gut, würde hier aber auch noch quasi auf die Studierenden zugehen und sagen, wir sind offen für eure Anregungen und Räume schaffen, diese Ideen dann zu fokussieren. Herr Arendt, jetzt kommt die Überraschung, auch ganz spontan. Im wissenschaftlichen Mittelbau als Postdoc, was sehen Sie da für Möglichkeiten, sich da stärker einzubringen? Ich will keine Studentin sein. Also als Postdoc ist man ja quasi noch Studentin. Das ist ja ein wissenschaftlicher Nachwuchs. Ich sag mal so, ich habe mich als Student damals selbstständig gemacht. Ich würde das wieder machen und diesmal mit einer nachhaltigen Geschäftsidee und möglichst viele Kolleginnen, Studierende, Mitstudierende, auch Professoren begeistern wollen, mitzumachen an dieser Idee und dabei beantragen können, was auch für alle gilt, die ein junges Unternehmen gründen wollen, in der neuen Nachhaltigkeitsstrategie auch ein Budget des Landes Hessen zu nutzen für nachhaltige Gründungen in Hessen. Es ist erst das dritte Bundesland, das es auf den Weg gebracht hat. Das würde ich machen. Das ist gut. So ähnlich war das in Nordhausen. Da hat ein ehemaliger Student ein Mobilitätskonzept für den Campus entwickelt und hat dann E-Mobile. Wurde jetzt, glaube ich, beschlossen im letzten Monat, die dorthin kommen. Morgen bei dem Wirtschaftsforum ist der Gründer von Flink, alle nochmal herzlich eingeladen, der kommt von dieser Hochschule. Frau Reichauer, dann würde ich Sie als Studentin natürlich. Ja, ich als Studentin wäre natürlich begeistert, dass es sowas wie Ihnen an unserer Hochschule gibt. Ich würde Ihnen sofort nutzen, um meine eigenen Ideen Richtung nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Ich würde mich mit anderen Studierenden dort zusammenschließen. Die Professoren und den Mittelbau nutzen, der dafür offen ist und zum Beispiel im nächsten Schritt ein Klimaschutzbuch entwickeln für die Stadt Darmstadt, was jedem Studierenden als Erstsemester in die Hand gegeben wird.
wie er sich bewegen kann in Darmstadt, um den Klimaschutz zu unterstützen. Wer fehlt noch? Ja, das Hessische Ministerium für Wissenschaft und jetzt muss ich schauen, Kunst tatsächlich, hier legt das so zusammen. Johannes, was kann man da für Rahmenbedingungen noch verändern? Ja, man könnte erstmal sich der Zielvereinbarung mit der Hochschule Darmstadt hier erneut annehmen, wohl wissend in der Tatsache, dass Nachhaltigkeit dort jetzt ganz groß geschrieben wird und dann die Zielvereinbarung verändern, genau, sagen auch nicht nur den CO2-neutralen Gebäudebetrieb bis 2030 als Ziel vereinbaren, sondern vor allem eben in der Lehre, wo das große Handlungspotenzial ist, ambitionierte Ziele vereinbaren, dass alle Studierende BNE vermittelt bekommen, dass es diese inter- und transdisziplinären Veranstaltungen gibt, die als Pflicht gibt und die Kür gibt es on top, das heißt, die Studierenden können noch mehr machen. Und wie gesagt, meines Wissens gibt es im aktuellen Hochschulgesetz kein Passus zum Thema unter dem Paragraphen Aufgaben der Hochschulen, dass dort dezidiert Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung aufgeführt ist. Das muss da auf jeden Fall rein. Vielen Dank. Das Mikro ist 2 Minuten zu früh ausgefallen, denn dieser eine Punkt muss noch sein. Jeder, was nimmt der mit? Ein Satz oder ein Punkt, Herr Schengler, von dieser Veranstaltung? Ich nehme mit etwas, was ich eigentlich schon weiß, aber dankenswerterweise wieder bestätigt bekomme, dass es ganz viel Engagement in der Hochschule gibt. Ich bin jetzt bei der Mission ein bisschen vorgeprägt. Also sehr viele Eigeninitiativen, die überall entstehen, an vielen Stellen. Und das ist schön zu sehen. Das ist nicht nur Hochschule. Wenn das Leben so entsteht, das kann auch mal kontrovers sein, nicht immer alles eindeutig sein, aber es brodelt, es passiert was. Das ist das, was wir an der Hochschule verstehen. Ich nehme mit und bin glücklich, dass das Konzept dieser Veranstaltung, nämlich die Leute vor Ort zusammenzubringen und zu kommunizieren, wo bisher noch vielleicht zu wenig kommuniziert und dass es funktioniert, dass es direkte Vereinbarungen gibt, was jetzt passiert als nächsten Schritt. Genau. Aber wünsche mir auch zum Beispiel mehr, dass die Studierenden hier nicht alle in der zweiten Reihe sitzen, größtenteils, sondern hier in der ersten. Ja, BNE, Nachhaltigkeit wird hiermit jetzt noch mehr institutionalisiert. Es wird ein Dauerthema bleiben, habe ich den Eindruck gewonnen, auch dank der Schadstoffe. Ich nehme mit, dass wir als Bühne noch stärker kommunizieren müssen und auch mehr Frauen müssen alle anzusprechen. Und ich nehme mit, dass ich in der nächsten Woche eine Mail schreibe und um einen Termin im Senat bitte. Ja, ich nehme jetzt auch mit, dass ich heute mit Ihnen auch gerne noch weiter Unterstützung von anderen Studierenden hätte. Also, dass wir da noch ein bisschen mehr vertreten sind und dass generell an der Hochschule scheinbar noch Potenzial ist, für Studenten sich zum Thema Nachhaltigkeit auszubreiten. Und ich freue mich auch darauf, dann mit dem Austausch mit anderen bereits bestehenden Projekten vielleicht auch mal darüber nachzudenken, ob da ein Transfer der Ideen zu unserer Hochschule möglich ist. Prima, vielen Dank.